Liebe Zuschauer, so manches Weihnachtsgeschenk landet im Laufe des nächsten Jahres auf dem Flohmarkt oder sagen wir mal in der Kiste für Dinge, die man nicht gebrauchen kann. Leider gilt das auch für Lebewesen, wenn erstmal wieder die großen Ferien anstehen, werden nämlich immer wieder Tiere ausgesetzt, die man gar nicht mehr haben möchte. In unserem Service haben wir gemeinsam mit Studenten der Universität Trier Tipps gesammelt für das heikle Thema Tiere unterm Weihnachtsbaum. It's beginning to look a lot like Christmas. So schön kann Weihnachten sein, wenn die Geschenke passen. Heiligabend, ein Fest des Friedens. Was aber, wenn ganz plötzlich ein Geschenk auf vier Pfoten durch die Wohnung schleicht? Wenn auf einmal Allergie, Angst oder Abneigung den Familienfrieden stören? Tiere verschenken also keine gute Idee? Wenn, dann nur nach vorheriger Absprache, aber auf keinen Fall als Überraschungsgeschenk, weil Tiere erfordern viel Zeit. Passt, ich denke nicht. Zum Weihnachtsgeschenk kann ich mir nicht vorstellen. Also auf die Idee käme ich nie, jemand den Wunsch zu erfüllen, ein Tiergeschenk zu machen. Wer das doch tun möchte, der sollte sich auf jeden Fall gründlich informieren. Und dafür gibt es ja viele Möglichkeiten. Gute Zoohandlungen wissen am besten, worauf es ankommt, wenn ein Tier mehr sein soll als nur ein unüberlegter Gag unterm Weihnachtsbaum. Ganz wichtig ist, dass derjenige, der beschenkt wird, auch hinter dem Tier steht, also auch weiß, was er bekommt, weil die Überraschungen, die gehen oft nach hinten los. Es ist oft so, dass der Beschenkte dann gar nicht mal so froh ist, dass er einen Hamster hat, weil er tagsüber mit dem Tier nichts anfangen kann. Im Allgemeinen kann ich sagen, dass Kinder unter 12 Jahren eigentlich gar nicht alleine für ein Tier sorgen können. Es kann also voll daneben gehen, selbst wenn man nur possierliche Nager verschenkt. Vor allem für die Tiere beginnt dann an Heiligabend eine lange Leidenszeit. Wenn man keine Ahnung hat von Pflege und Haltung eines tierischen Geschenks, das dann spätestens an Ostern wieder zurück ins Tierheim muss. Ja, aber das Generelle gilt eigentlich für alle Tiere, dass grundsätzlich die Lebenserwartung natürlich sehr hoch ist. Bei Katzen halt zwischen 15 und 20 Jahren. Kleintiere leben halt nicht ganz so lange, aber man sollte mal zwischen 5 und 10 Jahren auf jeden Fall auch rechnen. Tierarztkosten fallen natürlich bei jedem Tier an. Freizeit, was passiert, wenn ich ins Krankenhaus komme? Ich fahre in Urlaub, was passiert mit dem Tier? Habe ich hier eine zuverlässige Person betreut? Muss man sich immer alles vorher überlegen. Noch schwieriger wird es, wenn der Beschenkte plötzlich in völlig fremde Augen schaut. Grenzenlose Tierliebe umfasst leider Gottes auch Exoten. Yeah. Sei es momentan halt Weißbauchigel, die normalerweise aus Afrika kommen, normalerweise nur beim Züchter zu finden. Ich hoffe nicht, aber könnte auch ein beliebtes Weihnachtsgeschenk sein. Ob Exote oder heimisches Getier, jeder Vierbeiner wird auch mal krank, braucht Impfungen oder ähnliche medizinische Versorgungen. Schnell wird dann ein Liebesgeschenk auch noch teuer. Wie alt ist der Kleine jetzt? Die Kosten für Impfung und die Grundausstattung können sowohl bei Hund und Katze schnell dreistellig werden. Darüber sollte man sich im Vorhinein schon im Klaren sein. Es sollte sich also jeder selbst überlegen, bevor er sich jahrelang bindet. Ein Tier ist ein Freund und Freunde verschenkt man nicht. Wer seine Freunde also richtig gut beschenken will, dem fällt ja vielleicht noch etwas anderes ein.